O ihr Mu'minun, o ihr Muslimun, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, habt Taqwa ihm gegenüber und sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene zu sein. Subhanallah, liebe Geschwister, einer der Namen Allah Ta'ala ist Al-Muqallibul Qulub, der Dreher und Wender der Herzen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie authentisch überliefert ist, Ya Muqallibul Qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Dreher und Wender der Herzen, festige mein Herz auf der Lebensweise des Islam. Festige mein Herz auf dem Islam, auf deinem Dien. Und subhanallah, ich habe heute einen kleinen Dreher in meinem Herzen gehabt. Die Khutbah, alhamdulillah, war schon seit Tagen vorbereitet mit Koran und Sunna und Kommentaren der Großgelehrten und ja, dann noch, was die weltliche Forschung dazu sagt. Aber irgendwie die letzten Tage und Wochen, und wenn ich ehrlich bin, auch Monate, die in meinem Herzen an Gedanken ihre Spuren hinterlassen haben, sie setzen sich heute durch und ich bin vielleicht weniger akademisch vorbereitet auf dieses Thema, aber vom Herzen seit Monaten. Und subhanallah, ich führe auch eine Liste über die Freitagspredigten der letzten Jahre, ziemlich genau in Bezug auf 18 und 17 und zu 80% genau in Bezug auf das Jahr 2016. Und in den letzten Jahren bin ich diesem Thema etwas aus dem Weg gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ja, dass ich es zu oft thematisiert hatte. Vielleicht auch in meinen privaten Gesprächen oder durch die Rückmeldung in den privaten Gesprächen, dass ich diese Themen gerne anspreche. Aber subhanallah, es ist nötig, liebe Geschwister, es ist nötig. Es ist nötig, weil die Problematik so stark verbreitet ist. Und weil diese Problematik auch sehr, sehr tiefgreifend ist in unser aller Leben. Allah Ta'ala sagt im Koran, in Surat Al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Und nähert euch nicht der Zina, nähert euch nicht der Unzucht, denn dies ist eine schändliche Tat und ein übler, ein schlechter, ein schädlicher Weg. Ich habe vor einigen Tagen jemandem vermutlich, ja, ich kann die E-Mail nicht genau zuordnen, aber es gab Anzeichen, dass ich diese Person kenne und dass ich sie seit Jahren auch aus der Moschee kenne. Auch mit einem gewissen Aktivitätsgrad. Und die Frage erreichte mich über eine anonyme E-Mail, ob es denn schon Sinner wäre, wenn man nicht den Geschlechtsverkehr unternimmt, aber andere Dinge. Und ob man dann noch quasi Jungfrau, beziehungsweise der entsprechende Begriff für den Mann ist Jüngling. Das ist ein guter Begriff. Jeder, alhamdulillah, der hier ein Mann ist und Jüngling ist, kann alhamdulillah so rausgehen und sagen, ich bin Jüngling. Alhamdulillah, braucht er sich nicht zu schämen. Im Gegenteil, er soll sich schämen, wenn er bereits Grenzen überschritten hat. Von Allah Ta'ala gegebene Grenzen überschritten hat, dann soll er sich schämen. Und dies auch verschweigen. Aber wer es ist, er kann stolz dazu stehen, vor Allah Ta'ala und vor den Menschen und vor sich selbst. Er kann vor den Spiegel treten und sagen, Alhamdulillah. Kann sich anschauen und sagen, oh Allah, ich danke dir. Danke, dass du mich hast, noch ein Jüngling bleiben lassen. Alhamdulillah, kann man sich ein bisschen auf die Schulter klopfen. Sagen, Alhamdulillah, gut gemacht. Oh Allah, bitte gib mir weiter in den Segen und lass mich nicht hochmütig werden. Ja, dass wir das bisschen rausbekommen, diesen falschen Macho-Stolz aus uns heraus. Allah Ta'ala warnt also davor und sagt, kommt dem nicht nahe. Das heißt, wenn wir schon Fragen stellen, ist dieses und jenes, wie sehr ist es verboten oder wie groß ist die Sünde und gilt man dann auch als Jungfrau, als Jüngling, wenn man dieses oder jenes begangen hat? Die Frage ist komplett falsch. Allein die Frage zu stellen, liebe Geschwister, ist komplett falsch.
weil wir darauf achten, wessen Gesetze wir übertreten. Und das sind die Allah Ta'alas. Und wir achten nicht, wir haben nicht diese, ja, dieses Gefühl, ach, das ist ja nur eine kleine Sünde, ist kein Problem. Oder, ah, ist eine große Sünde, aber Allah Ta'ala ist allvergebend, Alhamdulillah. Und, ja, nein, sondern wir haben Angst. Wir haben Angst, dass wir diese Grenzen überschreiten. Und diese Angst kann mehrschichtig sein, verschiedener Natur sein, wie wir gleich im Näheren erfahren werden. Zunächst einmal, liebe Geschwister, es gibt Sinna im Sinne des Fiqh, ja, im Sinne der, des Tatbestandes, der für den Fiqh interessant ist, für die Scharia interessant ist. Aber das ist eine Diskussion, liebe Geschwister, und die andere Diskussion ist, was ist im spirituellen Sinne Sinna? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er beantwortete diese Frage eindeutig. Eindeutig, denn er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Imam Muslim verifizierte und andere, فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرِ. Was die Augen anbelangt, ihre Sinna, ihre Unzucht, ist der Blick auf das, was Allah Ta'ala verboten hat. Das heißt, bereits die Augen, liebe Geschwister, sie vermögen Sinna zu begehen. وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعِ. Und die Ohren, die beiden Ohren, die Unzucht, die die Ohren begehen, ist das Hinhören. Im Arabischen gibt es die Unterscheidung zwischen ja, As-Sama'a, also das, was man hört, ja, Sami'a, er hörte, und Istama'a, er hörte aufmerksam zu. Ja, und dieses aufmerksame Zuhören, wenn das andere Geschlecht spricht auf eine schöne Art und Weise oder vom Inhalt her etwas Erotisches, ja, etwas sexuell Anregendes anspricht, also entweder die Art, selbst wenn es um Autos geht, ja, aber die Art der Stimme, die Stimmlage etc. oder vom Inhalt her. Auch das ist Sinna, liebe Geschwister, laut den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ. Und die Zunge, ihre Unzucht ist das Sprechen. Auch die Zunge vermag Unzucht zu begehen, liebe Geschwister. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطُشُ. Und die Hand, die Unzucht, die sie zu begehen vermag, ist die Berührung, das Ergreifen. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى. Und die Füße, ihre Unzucht, oder die Beine, deren Unzucht besteht aus dem Gehen. Und wer diesen Hadith sehr aufmerksam liest, was findet er vor? Er findet eine Abstufung, eine Erzählung vor, eine Berichterstattung vor. Womit fing es an? Fing es mit den Füßen an, die von alleine irgendwo hinliefen? Nein. Sondern es fing mit den Blicken an, stimmt's? Und die Blicke, Allah Ta'ala gab dem Auge eine Gabe, welche er dem Gehör nicht gegeben hat. Die Blicke können weit reichen, aber zum Hören muss man schon mal näher gekommen sein. Das heißt, der Blick kam zuerst und dann wünschte sich der niedere Trieb, dass man zuhören kann. Also man muss näher ran, um auch mit den Ohren zu genießen. Im Erlaubten wie im Verbotenen. Und dann waren die Ohren beteiligt. Und dann hörte man süße Sachen für die niedere Seele. Und dann, ja, das Gespräch fing an. Man erwiderte einige Dinge, die man gehört hat. Und dann war man auf einmal wortwörtlich im Gespräch. Ja? Und was erwähnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach an Sinnerhandlung oder an Sinnerstufe? Was kam nach dem Gespräch? Dann kam die Berührung. Und was kam nach der Berührung? Ein Begehren, ja, dass man allein sein möge. Und dann auf einmal waren es die Füße, die einen woanders hingetragen haben. Und der Rest, liebe Geschwister, ja, was bleibt da noch an Rest übrig? Von daher, und der Koran sagte, und kommt dem nicht nahe, kommt der Sinner nicht nahe. Das ist die allerstärkste Form eines Verbots. Die allerstärkste Form eines Verbots. Dem nicht nahe kommen. Nicht, es ist verboten,
sondern komm dem nicht nahe. Die allerstärkste Form des Verbots. Von daher mögen wir, liebe Geschwister, Vorkehrungen treffen. Wir müssen ernsthafte Vorkehrungen treffen. Und lass uns über Wasa'a Sabila sprechen. Wasa'a Sabila sprechen. Dass die Zina nicht nur etwas ist, was nicht lediglich etwas ist, was Allah Ta'ala verboten hat, aufgrund seiner Weisheit, aufgrund seiner Barmherzigkeit, sondern es ist auch ein schlechter, ein schädlicher Weg. Ein schlechter und schädlicher Weg. Alhamdulillah, liebe Geschwister, wir sind Muslime. Und Alhamdulillah, wir können im Haram nicht glücklich werden. Alhamdulillah, wir können viel Zeit im Leben verlieren und dann am Ende bereuen, was immer noch besser ist, als nicht zu bereuen. Aber wir können nicht richtig glücklich werden im Haram. Alhamdulillah, das ist ein Geschenk. Da, wo es da ist, ist es ein Geschenk. Was sind also negative Konsequenzen? Zum einen baut man eventuell Gewohnheiten auf. Und Gewohnheiten, ja, sind nur schwer loszuwerden. Und Gewohnheiten da, wo sie schon mal da waren, nachdem man sie losgeworden wurde, ist man auch wieder anfällig, oder es gibt immer eine gewisse Anfälligkeit, wieder rückfällig zu werden. Weil die Gewohnheit einmal bereits da gewesen ist. Es gibt so eine Art Memory-Effekt. Den gibt es auch im Körper. Ja, das heißt, ein trainierter Körper, wenn er erstmal lange Zeit untrainiert ist, aber wieder anfängt mit dem Training, wird er schneller wieder an seine ursprüngliche Leistung herankommen als der Untrainierte. Es gibt also gewisse Dinge, die Spuren hinterlassen. Und Sünden hinterlassen ihre Spuren. Und im Bereich der Sinner, liebe Geschwister, sind es nicht nur Spuren, sondern auch ein gewisses Gift ist damit verbunden. Der Hadith ist da'if, aber als vernünftige Aussage ist er allemal annehmbar. Die Worte, die dem Propheten zugesprochen werden, sallallahu alaihi wasallam, dass der Blick auf das Verbotene ein vergifteter Pfeil des Scheitans ist. Also nicht nur ein Pfeil, der eine Wunde hinterlässt und die Wunde kann heilen, sondern nachdem die Wunde geheilt ist, bleibt noch Gift im Organismus. Und die Entgiftung, liebe Geschwister, dauert länger, als die Wunde mit der Heilung beschäftigt ist. Das ist eine, wie gesagt, ein Daif Hadith, aber es ist eine vernünftige Aussage, was bestätigt werden kann von Erfahrung. Oh, manche Männer, manche Frauen können sich an Dinge erinnern, die sie vielleicht vor Jahren gesehen haben und die sie immer noch zu erregen vermögen. Ja, warum? Weil es nicht nur dieser eine Moment ist, sondern dieser Moment kann Effekte auch noch Jahre später entfalten und eventuell, ja, anfällig machen für eine Sünde. Weiter, liebe Geschwister, Liebeskummer. Wir können nicht erwarten, dass wir im Haram spielen und am Ende einfach Schluss machen, ohne dass auch ein negativer Effekt übrig bleibt. Man hängt vielleicht an der Person. Umgekehrt genauso. Das heißt, entweder hat man Liebeskummer verursacht oder man leidet darunter. Enttäuschungen, die einen auch prägen, die auch die andere Person prägen. Man wurde enttäuscht. Man wurde verletzt oder man hat verletzt oder man hat enttäuscht. Und dies baut in einem ein Misstrauen auf. Auch wenn man selbst derjenige war, der verletzte oder enttäuschte. Aber man spürt, oh, das kann vielleicht ein Bumerang des Schicksals werden, den man einmal loswarf und man denkt nicht, der kommt zurück, aber er kommt zurück. Und vielleicht wird das Schicksal einem mit demselben treffen, womit man andere auch getroffen hat. Misstrauen, Verletzungen. Und am Ende, subhanallah, möchte man vielleicht ein neues Leben aufbauen, man bereute vor Allah Ta'ala, aber der Geist ist geprägt. Man würde gerne an Liebe glauben, man würde gerne an, ja, eine 30-, 40-jährige Zukunft gemeinsam mit dem Partner, mit der Partnerin, ja, glauben, aber man ist so misstrauisch, man ist so unsicher. Warum? Weil man in der Vergangenheit eben, wie gesagt, diese negativen Erfahrungen gesammelt hat oder ein Anlass dafür war, dass andere ihn sammeln.
Ein Vertrauensverlust ist also tief verankert. Oder damit muss umgegangen werden, mit diesem Vertrauensverlust. Es ist also ein schlechter Weg, liebe Geschwister. Es ist ein schlechter Weg. Zina ist ein schlechter Weg. Nicht nur, dass er von Allah Ta'ala für verboten, nicht lediglich, dass er von Allah Ta'ala als verboten verkündet wurde, dieser Weg, sondern er hinterlässt Schaden. Einen gewaltigen Schaden. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, einem aufrichtig nach der Wahrheit Suchenden. Er wollte nichts Schlechtes tun. Er verspürte in seinem Herzen Begierde. Und er fragte den Propheten, ob es möglich wäre, für ihn diese Begierde auszuleben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ein Erzieher gewesen ist, ein Murabbi gewesen ist, er erklärte nicht nur Haram und fürchte dich vor dem Höllenfeuer und das war's, sondern er versuchte dieses, ja, mit Allah Ta'alas Gnade diese Seele zu heilen. Atuhibbuhu li ummik? Möchtest du auch Zina für deine Mutter? Atuhibbuhu libnatik? Oder möchtest du Zina, Unzucht für deine Tochter? Li ammatik, li khalatik, für deine Tante mütterlicherseits, für deine Tante väterlicherseits? Li uchtik, oder für deine Schwester? Und der Jugendliche, ja, es ist bei Imam Ahmad im Musnad überliefert, er sagte, nein, bei Allah, ich will das nicht für meine Mutter, für meine Tanten, für meine Schwester, für meine Tochter. Und der Prophet erklärte, und so wollen die, sallallahu alaihi wasallam, und so wollen die Menschen es auch nicht für ihre Mütter, für ihre Tanten, für ihre Töchter, für ihre Schwestern, ja. Und subhanallah, wir sind eine Zelle im Körper der Ummah, liebe Geschwister. Wir sind eine Zelle, ja, in der Menschheit. Und wir wünschen uns das für andere, was wir für uns selbst wünschen. Es gibt keine Menschen, die wir ausnutzen können und ja, andere, die wir zu ehren haben. Wir wollen für alle Menschen das Beste und das Gute. Und wir wollen erst recht nicht für Nicht-Muslime ein Anlass sein, dass sie sich erklären können oder dass sie diese Gefühle haben können, ja, der Muslim ist moralisch minderwertig und er hat keine Ideale und kennt keine Ehre und denkt nur an sich und nutzt aus und kümmert sich nicht um die anderen. Ja? Wir wollen ein Vorbild sein, wir wollen ein Licht für die Menschen sein. Ja, subhanallah, es ist also ein schlechter Weg. Wir wollen es nicht für unsere Familienmitglieder und wir wollen es nicht für uns. Und wir wollen nicht diese Konsequenzen, diese Verwundungen im Herzen und diese Seelenkrankheiten im Herzen als Folge der Sinner mittragen müssen. Deswegen sollen wir dem auch nicht nahe kommen. Wir haben einen Sicherheitsabstand dem gegenüber. Und subhanallah, das Familienleben, etwas, was Allah Ta'ala im Koran und in der Sunna erklärte, das ist eine Institution. Die Familie ist etwas, was Allah Ta'ala, liebe Geschwister, verordnete. Das ist eine Verordnung Allah Ta'alas, die Familie. Und sie wird durch Zina gefährdet. Entweder weil die Familie so nicht zustande kommt oder weil sie zustande kommt, aber Misstrauen und Vertrauensverlust hängt in den Seelen fest und verhindert, dass die Familie richtig zusammengeschweißt werden kann. Oder da, wo die Familie besteht, erschüttert sie die Familie. Mit all den negativen Konsequenzen. Und Allah Ta'ala erklärt im Koran, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Und die Blutsverwandten stehen einander am nächsten, die steht im Buch Allahs. Die Blutsverwandtschaft, liebe Geschwister, sie hat unter sich, bildet sie einen engeren Kreis als die Geschwister im Islam außerhalb dessen. Dies hat Allah Ta'ala so verordnet. So steht es im Buche Allahs. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ist etwa jemand, der weiß, dass das, was zu dir von deinem Herrn als Wahi offenbart worden ist, herabgesandt worden ist, die Wahrheit ist, also der weiß, dass das wahr ist, ist der gleich wie jemand, der blind ist? Jedoch bedenke nur diejenigen, die Verstand haben. Und nun beschreibt Allah Ta'ala diejenigen, die Verstand haben. Diejenigen, die Allahs Bund halten und das Abkommen nicht brechen. Und die verbinden, was Allah Ta'ala befohlen hat, zu verbinden. Und Ibn Kathir und andere Korangelehrten sagten, dass damit auch die Familienbande gemeint ist. Das heißt, sie verbinden, was verbunden gehört. Das Familienleben. Und danach ist, wie gesagt, nicht auseinanderfallen lassen. Und die Ehrfurcht vor ihrem Herrn haben und Angst vor einer bösen Abrechnung. Und das ist der Weg, liebe Geschwister, ins persönliche Glück. Allah Ta'ala erhielt fest in Bezug auf das Familienleben. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und er hat zwischen euch allen, also den beiden Familien, die zusammen verbunden werden durch eine weitere Heirat, durch eine Verschwägerung. Beide Familien, zwischen beiden Familien setzt Allah Ta'ala Mawadda und Rahma, Liebe und Barmherzigkeit. Und Allah Ta'ala sprach in Bezug auf das Eheleben, Litaskunu, Ilaiha, auf dass ihr bei ihnen Seelenfrieden finden möget, Geborgenheit, Ruhe finden möget. Das ist etwas, wofür wir, liebe Geschwister, kämpfen müssen. Für eine intakte Familie. Und dazu gehört, dass wir von der Zina, liebe Geschwister, fernbleiben. Und Allah Ta'ala hält auch im Koran fest, das Bittgebet der Bittgebete, das Bittgebet der Muslime und Mu'minun, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Die sagen, unser Herr, schenke uns durch unsere Ehepartner und durch unsere Familien qurrata a'yun, Augentrost, Freude. Und mache uns zu einem Vorbild für die Muttaqun. Subhanallah. Das ist ein Weg, liebe Geschwister, glücklich zu werden. Familie aufzubauen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, ولا تقربوا الزنا, und kommt der Unzucht der Sinner nicht nahe, und wir seien gewarnt vor der Unzucht der Augen und von der Unzucht der Ohren und von der Unzucht des Sprechens und von der Unzucht der Berührung und von der Unzucht des Hingehens zu dem, was dann noch offen steht, an weiteren Möglichkeiten in diesem Bereich zu sündigen. Wir haben davon, liebe Geschwister, einen Sicherheitsabstand zu halten. Liebe Geschwister, ein Grundsatz, der im Koran verankert ist, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Hier geht es um einen kriegerischen Kontext, liebe Geschwister. Eine notwendige Verteidigung, die von der muslimischen Gemeinschaft
geleistet werden musste. Und einige werden angesprochen, die in diesem Bereich eine Schwäche gezeigt haben. Und der Grundsatz, liebe Geschwister, den allgemeinen, den wir aus dieser speziellen Situation entnehmen, ja, wenn du es willst, dann musst du deine Vorbereitungen dafür treffen. Und ich finde es schön, dass diese Aja, wie gesagt, einen kriegerischen Kontext mitgibt, denn ich sehe einen kriegerischen Kontext, liebe Geschwister, in Bezug auf die Aufgabe, Sinner zu vermeiden, hier und heute. Es ist wirklich hart. Und diejenigen, die keine Vorbereitungen treffen, ja, wie wird es möglich sein, davon Abstand zu halten? Wie wird der Unvorbereitete hier und heute es vermögen, ja, nicht den Pfad der Sinner entlang zu gehen? Wir brauchen unsere Vorbereitungen. Weil es gibt eine Ideologie, die in dieser Gesellschaft Ausbreitung findet, die hält gar nichts von Familie. Die hält nichts von dem, was Allah Ta'ala als Institution erschaffen hat. Die Gesellschaft für Sexualpädagogik beispielsweise, ja, sie möchte drei Lebensumstände entnaturalisieren. Ja, dieser Begriff ist gefallen. Also, dass das nicht mehr natürlich ist. Und an erster Stelle wurde gesetzt die Kernfamilie. So Vater, Mutter, Kind, Kinder. Das soll nicht mehr natürlich sein. Da gibt es Ideologen, die in der Gesellschaft für dieses Lebensmodell werben. Und wer sich die Statistiken anschaut, für das Jahr 2015 beispielsweise, sind von den 15- bis 49-Jährigen nur 60% in die Ehe gegangen. Und wollen wir davon ausgehen, dass sie ohne vorher Sinne begangen zu haben, in die Ehe gegangen sind? Oder dass alle anderen 40% keine Sinne begangen haben? Das wäre sehr, sehr naiv, liebe Geschwister. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, über die Hälfte der bereits über 17-Jährigen ist bereits schon den ganzen Weg gegangen. Leider. Leider. Und das durchschnittliche Erstheiratsalter bei Frauen in Deutschland, also durchschnittlich, wann heiraten Frauen durchschnittlich zum ersten Mal, ist 31 Jahre. Und bei den Männern 33 Jahre. Wenn man alle Zahlen, alle Statistiken zusammenliest, liebe Geschwister, merken wir, haben ein großes Problem in dieser Gesellschaft. Ja? Auch die evangelische Kirche hält Sexualität außerhalb der Ehe nicht als Sünde. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die vom Mainstream, vom großen Strom her, für uns gar keine moralische Vorgabe bietet. Das wäre vor 200 Jahren in einer christlichen Gesellschaft anders gewesen. Dann hätten uns unsere christlichen Nachbarn ebenso in diesem Feld als gutes Beispiel gedient, wie wir hoffen, dass wir ihnen ein gutes Beispiel in diesem Feld dienen. Als gutes Beispiel für sie in diesem Feld dienen. Ja, weil das war es ist ein Gebot Gottes, das gehört zu den 10 Geboten. Von daher, liebe Geschwister, wir brauchen eine Azima, einen festen Willen, einen festen Entschluss, zu sagen, ich möchte Abstand halten, der Sinner gegenüber. Ja, und wenn alles noch, Alhamdulillah, im Reinen ist, dass man sagt, ich möchte als Jüngling in die Ehe gehen, ich möchte als Jungfrau in die Ehe gehen, ich möchte mich dem auch nicht nähern, dass dieses Ziel mir verloren gehen könnte. Und dies erinnert, liebe Geschwister, an die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil-ghuraba. Dass der Islam als etwas begann, als etwas Fremdes begann. Und er wird zurückkehren wieder als etwas Fremdes. Die Menschen sagen, was? Du bist Jüngling? Du bist Jungfrau? Was? Du hast noch... Weil es seltsam geworden ist. Es ist fremd geworden. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er verkündete frohe Botschaft. Und Tuba ist auch ein besonderes Geschenk im Paradies. Ja. Einerseits frohe Botschaft im sprachlichen Sinn, aber andererseits auch ein besonderes Geschenk im Paradies für diejenigen, die in diesem Zeitalter fremd sein werden. Gebote wieder umsetzen, Alhamdulillah, und die stolz darauf sind. Wir haben also, liebe Geschwister, einen Auftrag.
Jeder von uns muss mit seiner Familie einen Plan haben. Am besten ohne Anlass, am besten ohne, dass es irgendjemanden gibt, um den es sich gerade handelt. Sagen, Mama, Papa, wie sieht das eigentlich aus? Ganz normal, dass ich irgendwann mal heiraten werde und wahrscheinlich früher, als du denkst. Weil ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ja. Ich komme gewissen Verantwortungen nach, ich entwickle mich auch, ich trage auch mehr und mehr Verantwortung und irgendwann möchte ich verheiratet sein. Und das ist was ganz Natürliches, eine Beziehung zu haben, liebe Geschwister. Das ist soziologisch betrachtet, anthropologisch betrachtet, etwas Natürliches. Nichts Unnatürliches. Und Alhamdulillah, der Islam möchte, dass dieser natürliche Zustand auch, ja, den Weg in der Scharia findet. In den barmherzigen Geboten Allah Ta'alas. Wir fragen also nach einer Sache, wir besprechen eine Sache, die Alhamdulillah ganz normal ist. Ja, auch wenn man 17, 18, 19 ist, ganz normal ist. Wir brauchen also einen Plan in der Familie. Und dass die Familie einem auch dabei hilft. Ja, man soll die Familie wie Google nutzen. Man gibt einen Suchauftrag und dann finde mal. Ja. Man kann auch im Kreis der Freunde, wenn die Familie vielleicht nicht ganz fähig ist, ja, für sich suchen lassen. Und auch das Leben, liebe Geschwister, bietet Möglichkeiten. Eine Frau kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekannter Hadith, authentischer Hadith, und sagte, nimmst du mich zur Ehefrau? Und Imam Ibn al-Hajar, in seinem Erklärwerk für den Sahih al-Bukharis, er betitelte dies, ja, dass die Frau nach einem rechtschaffenen Ehemann ja auch suchen kann. Also das war jetzt keine Spezialangelegenheit. Auch die Frau kann aktiv werden. Aber liebe Brüder, bevor ihr anfangt zu träumen, die Realität ist eine andere. Frauen möchten angesprochen werden. Habt also keine Angst davor anzusprechen und einen Korb zu bekommen, also ein Nein zu bekommen. Dann fragt ihr die Nächste. Ja? Liebe Schwestern, was sollen die Brüder machen? Sollen sie ja, warten, dass sie Allah Ta'ala als Jüngling begegnen? Nein, wenn ihr nicht wollt, dann ja, geht's zur Nächsten. Ja, bis eine Ja sagt. Dieses Ja, man kann niemanden kennenlernen. Subhanallah, ist es nicht das Problem, dass man zu viel die Leute kennenlernt? Ja, dass man eigentlich einen Überfluss hat an Menschen, die man kennt und eigentlich, die man auch gut kennengelernt hat? Wir sind in einer Schulklasse, wir sind in einer Nachbarschaft, wir ja, sind in einem Bus, in einer Straßenbahn, in einem Arbeitsplatz, in einer Universität. Und so sehr man sich auch abschämen möchte, man bekommt Dinge mit. Man bekommt auch mit, okay, der könnte sympathisch sein oder die ja, könnte sympathisch sein. Man kann im Halal, kann man, wie gesagt, die nächsten Schritte gehen. Aber wie gesagt, in Harmonie mit der eigenen Familie. Man soll die Familie nicht überraschen, sonst gibt es viel Durcheinander. Ja? Und wir kommen auch den Worten des Propheten nach, sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, oh ihr jungen Leute, wer von euch es schafft zu heiraten, der soll heiraten. Wer heiraten kann, soll heiraten. Und derjenige, der es nicht schafft, zu heiraten, der soll fasten, denn dies ist eine Wija für ihn. Ja, ein Schutz für ihn. Ja, Imam al-Razali hat dies weiter erklärt und hat durch die arabische Sprache, ja, die sagt, also al-Wija ist eigentlich auch entnommen aus dem Kontext, dass man einem Tier die Hoden zerquetscht. Ja, also, dass man halt auch, ja, das Fasten hinterlässt eine Schwäche, alhamdulillah, die eine davor schützt, eine Stärke schlecht einzusetzen. Deswegen, liebe Geschwister, ich wollte ihn eigentlich mitnehmen, ich habe ihn auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Wir alle sollen Schutzvorkehrungen treffen. Wir sollen mit unserer Familie einen Heiratsplan haben. Wir sollen einen Sinnervermeidungsplan haben. Und dazu gehört, dass man einen Kalender hat, der keine Zeit, keine Möglichkeit für den Scheitan gibt. Voller Verpflichtungen, aber auch voller erlaubter Vergnügungen und Entspannungsmöglichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten. Und selbst wenn man dort übertreiben sollte und man im Bereich des Makruh viel Lebenszeit verschwendet, also im Bereich dessen, dass man sagt, lass es lieber, dann wirst du belohnt. Aber wenn du es machst, ja, du wirst nicht bestraft. Ja, und lieber eine Übertreibung in einer Sache, die noch erlaubt ist, anstatt dass man anfängt, im Verbotenen aktiv zu sein. Man hat einfach keine Zeit. Keine Zeit für den Scheitern. Ja, Kalender voll. Ja? Immer Leute um einen herum. Immer eine gute Aktivität, die einen entlastet und auslastet. Der Prophet Muhammad
wie Qadi Ayyad berichtet, er teilte seine Zeit in drei Kategorien ein. Eine Zeit für Allah Ta'ala, eine Zeit, und danach kam die Familie, und danach kam er, Allah Segen und Frieden sei mit ihm, und andere Menschen. Ja? Beziehungsweise Allah Ta'ala, die Familie, andere Menschen, und dann, was das für ihn übrig blieb, das war für ihn übrig geblieben. Liebe Geschwister, was bleibt mir noch zu sagen? Alhamdulillah, khairan inshallah. Nicht alle haben einen guten Start gehabt. Ja? Legt den Mantel des Schweigens darüber. Und falls ihr noch in einer Situation seid, die im Verbotenen sich befindet, dann stoppt. Das Wort Tauba, wisst ihr, was das Schönste am Wort Tauba ist? Ja, sprachlich die Rückkehr. Alhamdulillah, wir waren schon mal bei Allah gewesen. Versteht ihr? Ist das nicht was Wunderschönes? Wir kehren zu Allah Ta'ala zurück. Wir waren eigentlich bei ihm gewesen. Das ist der Grundzustand mit Allah Ta'ala, ja, in einem gottergebenen Zustand zu sein. Wir kehren zurück, Alhamdulillah, das ist nichts Fremdes. Wir kehren zu Allah Ta'ala zurück. Allah, der Einzige, der, wenn man seine Grenzen überschreitet, einen noch mehr zu sich ruft. Subhanallah. Ja? Nehmt mal das Geld von jemandem weg. Vergreift euch an seine Rechte. Ja, und die Leute werden dann entweder bestrafen wollen oder sagen, geh weg. Und Subhanallah, Allah Ta'ala, er ruft uns zu sich. Ist das nicht wunderschön, At-Tauba, was in diesem Wort drinsteckt? Und wir wissen, der Prophet sagt es, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, ja, Allah freut sich über die Tauba von seinem Diener mehr als jemand, der sich in der Wüste verirrte und sein Reittier ihm weglief und dann auf einmal findet er sein Reittier wieder. Bukhari und Muslim überliefern das, ja, Subhanallah. Wir kehren um und wir sagen, ja, entweder Heirat oder Schluss. Und wir legen einen Mantel des Schweigens über die Vergangenheit, ja. Warum erzählen, ja, selbst wenn es erlaubt wäre, diejenigen, die danach fragen, hast du schon mal gesündigt? Das wären die allerletzten, die es verdienen würden, dass man mit ihnen drüber redet, oder? Oder die allerletzten, bei denen es auch Sinn macht. Na, wenn der Bruder oder die Schwester fragt, die, wo Heiratsinteresse besteht, ja, hast du schon mal. Will man sie kaputt machen? Will man ihn kaputt machen mit Geschichten aus der Vergangenheit? Ja, er war so schön und ja, er war so reich und ja, er war so zuvorkommend und ach, reit anschau, aber mach dir keine Sorgen, so, ich bin... Was hinterlässt man da bei dem Mann? Was hinterlässt man da bei der Frau? Nein. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, ich habe etwas überzogen. Allah Ta'ala möge uns allen vergeben. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. O Allah, wir bitten dich. O Allah, bitte reinige unsere Herzen. O Allah, bitte füge unsere Herzen zusammen in einem Großherz der Umma, O Allah. Und füge unsere Taten, unsere Handlungen in die Großhand der Umma, O Allah, vereint. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und die unserer Eltern und unserer Glaubensgeschwister insgesamt und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. O Allah, bitte, O Allah, schenke all den Menschen Befreiung, die gefangen sind und schenke all den Menschen Heimat, die vertrieben sind und bitte schenke all den Menschen Frieden, die bekriegt sind. O Allah, bitte einige uns, O Allah, bitte schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. O Allah, bitte heile die Kranken, verheirate die Unverheirateten unter uns und schenke uns Stärke gegenüber der Sünde und der Verführung. O Allah, bitte lass uns ein Instrument, eine Rechtleitung sein. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.